Samsung Galaxy A71 oder Samsung Galaxy S8, viele von euch schwanken zwischen den beiden Produkten. Nach diesem Video kennt ihr die wichtigsten Unterschiede. Ich vergleiche die Unterschiede der Fakten von beiden Produkten in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos gibt es ein Gesamtergebnis. In der Beschreibung unten habe ich euch die aktuellen Amazon-Seiten zu beiden Geräten verlinkt. Dort findet ihr auch gute Erfahrungsberichte. Design. Beim Punkt Design ist das Galaxy S8 mit 84:49 Punkten eindeutig vorne. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen. Ist staub- und wasserdicht. Spritzwasserfestigkeit. 28 Gramm leichter. 15,7 mm kürzer, 7,9 mm schmaler und 15,8% geringeres Volumen. Das Galaxy A71 kann auch punkten und hat folgenden Vorteil. 0,3 mm dünner. Bildschirm. Beim Punkt Bildschirm gewinnt das Galaxy S8 eindeutig mit 90:70 Punkten. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen. 45% höhere Pixeldichte, 1,6-fach höhere Auflösung, zwei neuere Versionen von Gorilla Glass und hat ein gekrümmtes Display. Das Galaxy A71 hat auch etwas vorzuweisen und hat folgenden Vorteil. 15,5% größere Bildschirmgröße. Leistung. Bei der Kategorie Leistung kommen beide Handys auf 86 Punkte. Das Galaxy A71 ist in folgenden Merkmalen überlegen. 4 GB mehr Arbeitsspeicher, 64 GB mehr interner Speicher, 2 Nanometer kleinere Halbleitergröße, 204 MHz schnellere GPU-Taktfrequenz, eine neuere Version von DirectX und 744 GB mehr externer Speicher unterstützt. Das Galaxy S8 ist in folgenden Punkten überlegen. 5,3% schnellerer Prozessortakt und nutzt HMP. Kameras. In der Kategorie Kameras ist das Galaxy S8 mit 80:70 Punkten eindeutig vorne. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen. Verfügt über eingebaute optische Bildstabilisierung, 5,6% größere Blende bei minimaler Brennweite, hat kontinuierlichen Autofokus bei Videoaufnahmen, hat einen CMOS-Sensor. Es speichert Fotos auch im Rohdatenformat und 23% größere Blendenöffnung bei minimaler Brennweite der Frontkamera. Das Galaxy A71 kann auch punkten und hat folgende Vorteile. 7,2-fach mehr Megapixel der Hauptkamera, 4-fach mehr Megapixel der Frontkamera. Es hat eine Doppelobjektivkamera und 2,8 Mikrometer größere Pixelgröße der Hauptkamera. Audio. In der Kategorie Audio ist das Galaxy A71 mit 58:33 Punkten eindeutig vorne. Es glänzt hier mit folgendem Vorteil. Hat ein Radio. Akku. Bei der Kategorie Akku gewinnt das Galaxy S8 knapp mit 70:65 Punkten. Es glänzt hier mit folgendem Vorteil. Kann kabellos aufgeladen werden. Das Galaxy A71 hat auch etwas vorzuweisen und hat folgenden Vorteil. 1,5-fach mehr Akkuleistung. Eigenschaften. In der Kategorie Eigenschaften ist das Galaxy S8 mit 92:83 Punkten deutlich vorne. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen. 25% schnellere Downloads, ist von der Digital Living Network Alliance zertifiziert. 1.1 aktuellere USB-Version, hat eine Pulsuhr, hat einen Barometer, hat einen Iris-Scanner, kann als PC benutzt werden und hat Bluetooth aptX. Das Galaxy A71 hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile. Unterstützt zwei SIM-Karten, 60 mehr Smiley-Icons verfügbar und unterstützt sofortige Markierung. Ergebnis. Das Samsung Galaxy S8 liegt in der Gesamtwertung mit 79 deutlich vor dem Samsung Galaxy A71 mit 70 Punkten.
In der Beschreibung unten habe ich euch die aktuellen Amazon-Seiten zu beiden Produkten verlinkt. Dort findet ihr auch gute Erfahrungsberichte. Wenn euch dieser Vergleich gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Schreibt auch unbedingt, für welches Handy ihr euch entschieden habt. Ich freue mich über jeden Like. Wenn ihr neue Vergleiche nicht verpassen wollt, abonniert jetzt meinen Kanal und aktiviert die Glocke.